Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide-Video. Ich habe die Aufnahme nicht so gut wie jetzt bei Twitch hochgeladen, beziehungsweise ich habe sie nicht zusätzlich auf dem PC gespeichert. Und zwar geht es hier um einen neuen Boss-Guide. Was heißt einen neuen Boss-Guide? Aber eine kleine Hilfestellung. Und zwar bin ich bei der Tante bei den Reaktoren, die Oberpriesterin. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund meinen Kanal. So, und da, das war von meinem Stream. Das hört ihr auch gleich, dass ihr meine Stimme im Hintergrund hört. So, und ich habe jetzt ein bisschen Musik dahinter, damit das besser rüberkommt. Und kleine Hilfestellung, ihr könnt Waffen nehmen mit Flammen. Und mit den Flammen ist es wesentlich besser. Ihr, also mit Feuerschaden. Ihr stunt sie ein bisschen, sie kriegt kontinuierlich Schaden. Ich kann sie nicht mal aussprechen. Matriarchin Xelste? Oder was? Ich weiß es nicht. Bin ich zu dumm für. Ist ja auch egal. Eigentlich müsst ihr nur einen richtigen Block setzen. Die ganze Zeit richtig. Und dann ist sie auch schnell Geschichte. Muss ich ehrlich sagen. Wo ist denn meine Maus? Hier ist die Maus. So, könnt ihr jetzt hier auch das Schild, mein Foto hier, meine Webcam rumschieben. Mal hier so. Seht ihr es auch da. Alles klar. Von oben, der ist hart. So. Eigentlich braucht ihr nur Feuer. Ihr seht ja auch da oben. Fängt sie jetzt an. Ich wollte schon mit der Kamera. Naja, ist egal. Fängt sie an zu brennen und sie kriegt immer weiteren Schaden. Also, beste Möglichkeit. Drauf. Dreimal hauen. Ordentlich blocken. Raus. Sie kriegt Schaden. Und das ist eigentlich das ist das Einzige, was im Kampf überhaupt wichtig ist. Ich glaube, ich besiege sie auch hier in diesem Try. Ja, zweite Phase ist auch so ähnlich. Da könnt ihr nochmal blocken. Aber sie ist sehr anfällig für Feuerschaden. Und ja, passt immer auf eure Ausdauer auf. Ein bisschen rausgehen, Ausdauer regenerieren, draufhauen, damit ihr eure Energie unten wieder sammelt und dann habt ihr genug Leben. Das war's eigentlich. Gucken wir nochmal weiter. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall das. Ne? Okay, das war der Stream. Und dann geht man hier hinten durch. Ich habe da noch ein bisschen rumgeguckt und dann kommt ihr zum nächsten Abschnitt. Und da kommt gleich wieder ein optionaler Boss. Und den zeige ich euch ja in der nächsten Folge. Bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, vielen Dank.